Nicht nur im Schwarzwald gibt es Rehe und Hirsche, sondern auch in Dänemark. Mehr dazu nach dem Intro. Langes, tiefes, heiseres Röhren durchdringt jedes Jahr im Herbst die sich weiträumigen Pflanzungen und Heiden zwischen Hoh und Nymündig ab, mit gewaltiger Intensität. Für 3 bis 4 Wochen befinden die Rothirsche sich in der Brunft und kämpfen gegeneinander, um die größtmögliche Herde von Hirschkühen für sich zu bekommen. Nur die allerstärksten Hirsche in einem Gebiet gewinnen das Recht, sich mit 15 bis 20 Hirschkühen zu paaren, die jede 8 bis 10 Mal gedeckt werden müssen, da die Läufigkeit der verschiedenen Hirschkühe nur einige wenige Tage dauert. Das Schutzgebiet ist nicht eingezäunt und die Tiere halten sich dort auf, wo sie am ungestörtesten sind. Die Wildrudel im großen militärischen Übungsgebiet in der Heide Kallesmerkhede stören sich nicht an den Kanonenschüssen der Panzer oder der heulenden F-16 Jagdflugzeugen, werden jedoch aufgeschreckt, wenn Menschen zu nahe kommen. Niemand weiß, wie viele Tiere im großen Schutzgebiet leben, in dem sich der gleiche genetische Stamm an Rotwild seit 10.000 Jahren aufhält. Genauso lange wie die ersten Menschen, die hierher zogen, als die Gletscher sich zurückzogen. Jedes Jahr im Mai zählen die Ranger der dänischen Behörde den Bestand an den gleichen ausgewählten Stellen im gesamten Schutzgebiet. Seit einigen Jahren herrscht ein stabiles Gleichgewicht in der Anzahl der Rothirsche. Es werden zwischen 1.100 und 1.300 Tiere gezählt. Eine vorsichtige Schätzung wäre daher, dass es ca. 4.000 Rothirsche im Schutzgebiet gibt, vielleicht mehr. Vielleicht weniger. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen nach oben, schreibt mir was in die Kommentare und ihr habt natürlich kostenfrei die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren. Damit werdet ihr auch automatisch informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinn einen schönen Sonntag noch und tschüss!